Willkommen zum Capstone-Video zum Thema Funktionsbegriff. In diesem Beispiel geht es darum, sinnvoll Daten aus einem Diagramm oder eben aus einem Graphen abzulesen. Vielleicht nehmt ihr euch kurz die Zeit und lest euch die Angabe genau durch. Ja, wie ihr seht, geht es hier um die Fahrt eines Motorradfahrers und eines Autofahrers. Und beide fahren haargenau dieselbe Strecke, nämlich 560 Kilometer. Auf der x-Achse ist die Zeit angegeben, die abgelaufen ist in Stunden, und die y-Achse stellt den Weg dar in Kilometern, den die beiden in Abhängigkeit von der Zeit gefahren sind. Die beiden Darstellungen, einerseits die durchgezogene Linie, stellt die Fahrt des Motorradfahrers dar und die gestrichelte Linie die Fahrt des Autofahrers. Dieses Beispiel ist ein Beispiel, wo man 2 aus 5 richtigen Antworten auswählen soll. Hier sind 5 Aussagen. Fangen wir vielleicht gleich mit der ersten Aussage an. Hier steht, dass der Motorradfahrer 3 Stunden nach der Abfahrt des Autofahrers losgefahren ist. Wenn wir nun auf der x-Achse uns das betrachten, da ist ja die Zeit abgebildet, da fährt der Autofahrer zum Zeitpunkt 0 los. Der Motorradfahrer zum Zeitpunkt 3, also 3 Stunden später. Das heißt, die erste Aussage ist richtig und wir können die gleich ankreuzen. Gut, gehen wir zur nächsten Aussage. Das Motorrad hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h, steht hier. Wir wollen uns jetzt die Geschwindigkeit des Motorrads ausrechnen. Wir sehen hier, wenn wir diesen Punkt betrachten, dass das Motorrad 240 km gefahren ist. Und zwar innerhalb von 2 Stunden, nämlich vom Zeitpunkt 3 bis zum Zeitpunkt 5. Das heißt, wir können beim Motorrad uns ausrechnen, 240 Kilometer in 2 Stunden. Das ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde. Gut, hier steht 100 km/h, das heißt, die zweite Aussage ist nicht richtig. Außerdem steht hier als nächste Aussage, wenn der Autofahrer sein Ziel erreicht, ist das Motorrad davon noch 120 km entfernt. Sehen wir uns das an. Wann erreicht der Autofahrer sein Ziel? Bei 560 km, das ist noch 7 Stunden. Genau zu dem gleichen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt 7, ist der Motorradfahrer 480 Kilometer gefahren. Rechnen wir nun diese 560 Kilometer minus den 480 Kilometern, so erhalten wir 80 Kilometer als Differenz. Das heißt, die dritte Aussage stimmt nicht, weil hier steht 120 Kilometer. Nehmen wir nun die vierte Aussage. Durchschnittsgeschwindigkeit des Autos ist um 40 km/h niedriger als jene des Motorrads. Wir haben schon die Durchschnittsgeschwindigkeit des Motorrads, die ist 120 km/h. Das heißt, wir müssen jetzt noch überprüfen, ob die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autos 80 km pro Stunde ist. Das wären 40 km/h weniger. Gehen wir nun zum Graph vom Auto, die gestrichelte Linie, und sehen uns diesen Punkt an. Das Auto ist 240 Kilometer gefahren nach einer Fahrt, die 3 Stunden lang gedauert hat. Das heißt, des Autos, das heißt, wir haben 240 Kilometer in 3 Stunden. Das ergibt, wenn wir durch 3 dividieren, 80 Kilometer pro Stunde. Wenn wir nun die Differenz machen, sind wir genau bei 40 km/h. Um 40 km/h ist es langsamer. Das heißt, die vierte Aussage stimmt und die können wir noch ankreuzen. Sind wir in Eile, sind wir nun fertig mit dem Beispiel, aber wir wollen ja überprüfen, ob unsere Auswahl stimmt und schauen uns noch die letzte Zeile an. Die Gesamtfahrzeit des Motorradfahrers ist für diese Strecke größer als jene des Autoradfahrers. Also der Motorradfahrer, es wird behauptet, der Motorradfahrer fährt länger als das Auto. Schauen wir mal. Das Auto braucht, wie wir hier sehen, 7 Stunden, um an das Ziel zu kommen. 7 Stunden. Der Motorradfahrer braucht vom Zeitpunkt 3
bis etwas weniger als zum Zeitpunkt 8. Das sind etwas weniger als 5 Stunden. Das heißt, die Fahrt dauert kürzer für das Motorrad als fürs Auto. Das heißt, die fünfte Aussage stimmt nicht. Und wir haben unser Beispiel gelöst und ich wünsche noch viel Spaß mit den weiteren Beispielen.